Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal eine Runde Call of Duty Warzone mit Christoph. Hallo Leute und heute werden wir Erster. Nein, was machst du denn? Ja, ich nehme mal wieder mit, wir wollen ja reich werden. Aber ich habe einen Raketenwerfer. Schade, dass ich den Kill aus der Warmach-Runde nicht mit auf der Platte hatte. Da habe ich einen Raketenwerfer auf zwei Leute drauf. Beide Bams. Schön verendet. Sie sind beide implodiert. Wie der Burger, Aparillo. Es rumpelt und rasselt in dem Apparat. Und wie gesagt, ich dachte kurz, ich hätte eine Gasmaske gefunden, aber natürlich nicht. Leute, wenn ihr irgendwelche COD-Profis sind, ne? Was ist mit den Gasmasken? Warum findet man die nicht mehr? Ich weiß, als ich angefangen habe dieses Jahr, ich glaube im Mai oder so mit Warzone, hat man noch regelmäßig welche gefunden, aber jetzt... Richtig, ja. Muss ich auch dazu sagen, echt. Also wenn, finde ich die immer nur bei Gegnern oder in so Spezialkisten in den Orangenen, aber ansonsten... Man muss sich halt irgendwie kaufen, ne? Das finde ich aber ein bisschen blöd. Um echt zu sein. Ich habe mal meine Munition aufgestockt. Jetzt pass auf, in der Kiste, zack. Leider keine Gasmaske, aber eine C4. Weiß ich nicht, welcher ist ein netter Typ. Ja. Aber nette Typen gibt's halt, ne, selten. Nur noch selten. Zwei sind in der Runde, ich und du. Hm. Du sprichst mir aus dem Herzen. Gay! Ich habe da auch nur einen gesehen. Also oh, hier sind ganz viele Sachen. Hier scheint es einen erwischt zu haben. Okay, ich behalte mal den Typen am Auge. Hast du eine Totenstelle zufällig? Nee, ich habe ein Trophy-System. Hm. Ich habe das Ding noch nie wirklich benutzt. Wie funktioniert das? Stellt man das hin? Es blockiert Explosionen. Das heißt, wenn wir jetzt Auto fahren würden, können die es jetzt auf das Auto stellen und dann könnten wir einen Raketenwerfer und so aushalten. Echt? Lol. Ja. Achso, weil dieses System vorher das den Raketenwerfer einfach zerstören würde, oder wie? Genau, ein Schuss geht davon kaputt. Ah, okay. Machen wir den Gönjamin. den was? Den Gönjamin. Den Gönjamin. Was ist das denn, ja? Weiß ich nicht, hab ich immer mal gehört, ne? Aufgeschnappt. Fand ich gut. Du schnappst auch alles auf, was man dir sagt, ne? Ich schnapp alles auf, was meinem Mund passen kann. Gay! Ich seh den Lad da. Warte. Ich bin schon am Schießen. Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Da waren zwei. Oh, die Zone kommt, weg. Nein. Weg. Ja, wir haben verkackt. Noch nicht. Christoph, wir haben verschissen. Noch nicht! Egal, ich habe einen Kill genommen. Egal. Scheiße, ja, wir haben noch den Gulag. Ja, aber wenn wir da verkacken, ey, dann haben wir gar nichts mehr. Ah, wir hätten einfach mal drauf achten sollen. Egal, wir haben jetzt beide einen Kill. Oh, eine EBR-14, geil. Okay. Ich sehe den anderen Gegner. Jawoll! Nice. Zack. Sonst immer verschissen. Ich gehe gleich nach... Oh nein, ich habe die Axt 50. Ich gehe mal ins Prisoner, war ich noch nie. Okay, das ist so ziemlich in der Mitte. Ah, aber im Prison landen schon welche. Ich lande mal auf der Südseite vom Prison, falls du schaffst. Wäre echt ziemlich geil. Ich habe keinen Bock, alleine das hier durchzustehen. Oh, ich hab's. Alter, nice. Mit der Sniperino. Im Prison. Okay. Ja, ist er direkt unter mir. Quasi. Sind da welche? Also ich habe bislang noch niemanden gehört, aber hier oben ist natürlich auch jetzt nichts mehr, ne? Das wird alles gelootet sein. Ich kann zur Ausrüstung auch springen, aber ich weiß nicht. Dann bin ich wieder alleine. Ich glaube, das mache ich nicht. Hier können ja auch vielleicht nochmal ein paar Kisten ungelootet sein. Ey, das gibt's doch gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall eine Waffe jetzt gefunden. Ich habe eine Platte. Mit 8 Schuss. Ich habe auch jetzt erstmal was. Eine Totenstille. Lässt sich mitarbeiten. Ich könnte mich selbst markieren. Nee. Oh nein! Oh shit. Nein.
Ja, da war oben einer drauf. Na toll, ja, hol uns den Sieg, ey, super. Ich hole nochmal die Crate hier oben. Du bist noch da, ne? Ja, du hast doch die bessere Waffe, du hast doch bessere Waffen. Ich hatte halt eine Shotgun mit 8 Schuss nur gefunden. Ach, lol. Eine Shotgun mit 8 Schuss ist natürlich nicht so das. Ja, ich konnte was mitgeben, aber... war natürlich auch ein Nachteil, dass ich die Leiter hochgeklettert bin. Das Geile ist einfach, ich warte hier, weil wenn der Typ hochkommt, ne, oder wenn irgendeiner hochkommt, der hat eh verkackt. Der hat 0 Chancen, wie bei dem Fahrstuhl. Wenn du da hochziehst. Und, du bist wahrscheinlich auch in der Mitte, ne? Also wahrscheinlich geht da das Ding zu. Ein paar Sekunden später. Alter, guck dir die Zone an, ey. Das läuft echt darauf hinaus. 20 Minuten später. Ja, weil wenn die jetzt rein müssen ins Gefängnis, die müssen ja über diese Brücke. Ich weiß nicht, weil sonst kommen die ja hier nicht rein. Und wenn da 2 Leute stehen und die jetzt schön nacheinander alle abknallen, dann haben die ganz schön viel Kills. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Oh, es ist schon spannend. Ich meine, es passiert nicht viel, aber für mich ist es gerade spannend. Und für mich erst. Ich bin echt gespannt. Was passieren wird, ne? Also die nächste Zone wird so ein bisschen entscheidend sein jetzt, gleich. Ja, das ist sowieso, ne? Also so gut wie alles wird jetzt halt entscheidend sein, ne? Krass wäre natürlich, wenn dieses kleine Stück rechts unten vom Gefängnis, wenn das dann die Endzone ist, also wenn wir auch raus müssen alle vom Prison. Das wäre natürlich... Ah, glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, das Gefängnis wird sein. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh, warte mal, ich höre nichts. Stefan. Ah, es sah ja so ein kleines Pech gehabt. Also, du bist noch drin, aber. Wird das nochmal kleiner? Ja. Ich glaube aber dann, wenn die jetzt verkleinert wird. Ja. Ich glaube, wenn die jetzt verkleinert wird, dann geht sie ganz langsam zusammen. Ich glaube, dann gibt es keine Zone mit einem weißen. Also, ne, du weißt, was ich meine. Den weißen Kreis gibt es dann nicht mehr, dann gibt es nur noch die rote Zone. Okay. Ich glaube, noch ein ganz winziges Stück bin ich in der Zone. Ja. Ja. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheit. Siehst du, und jetzt... Oh, ganz am Rand. Ganz am Rand. Schade. Wirklich schade. Hätte also, cool sein können. Ist die Frage, soll ich jetzt schon rausgehen oder soll ich noch warten und dann reingehen mit der Zone? Ach, geh schon, guck mal, du hast jetzt noch... Guck zumindest runter, das ist nur 20 Sekunden, ne? Ich würde halt schon mal jetzt gleich bei 10 Sekunden losgehen. Ach, scheiße. Ah, nee, warte, das ist mein eigener Schatten. Ah, nee, da oben. Oh, da unten ist einer. Da vorne im Busch. Ey, siehst du den? Ja, bleib aber oben. Walte die höhere Position. Aber pass auf, der, ne, das Dingens kommt. Feindliche Drohne über uns. Mach gleich meine Totenstille an und dann... Mach die am besten jetzt an. Also gleich, bevor du losrennst. Da landet rechts, hast du gesehen? Ja. Ist nicht eingelandet. Oh, es ist spannend. Ja, wusste ich, scheiße. Zieh den Westen an, die neue. Und geh rein in die Zone. Nein, ach komm. Ah, shit. Mann, aber dass er mich auch jedes bei jedem Schuss trifft. Guck dir das an. Ja, der war direkt hinter mir. Mann, ey. Ah, naja, Vierter. Ah, nur mit rumgecamp ist das eigentlich ganz okay gewesen. Also, hätten wir jetzt eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Schade, ey. Na gut, also das soll es gewesen sein für die Folge auf meinem Kanal. Schaut bei Christoph vorbei, der hat auch noch eine Folge hochgeladen oder wird es noch machen.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss.